Los geht's zur Fähre. Moin, moin. Moin, moin. Schweden ruft. Brauchst du dich nicht mehr abmelden? Nee, alles ist bezahlt. Es war ein schöner Campingplatz hier. Wir haben nicht gefilmt, weil da hatten wir jetzt keinen Bock drauf. Es war eine sehr stürmische Nacht. Aber auch ein sehr teurer Campingplatz. Es war aber auch ein sehr teurer Campingplatz. Pro Hund 4 Euro. Ja, unmöglich. Das fand ich auch unmöglich. 4 Euro für einen Hund nehmen. So, aber wir stehen verdammt nah an der Fähre jetzt. 5 Minuten. Vorteil. Aber so kamen wir auf einen Preis von 39 Euro, ne? Ja. Pro Nacht, für eine Nacht. Ja, toll. Gut, war dann wohl inklusive Strom, inklusive Duschen. WLAN musste man extra bezahlen, war auch nochmal 4 Euro, haben wir aber nicht genutzt, da brauchen wir ja nicht. Inklusive Wasser, inklusive allem. Wasser, Abwasser, Fährenentsorgung, alles ist wohl dabei. Aber ein stolzer Preis. Ich finde, gut, ist auch eine Top-Location natürlich, direkt an der Ostsee. Waren echt nur, ich glaube, 100 Meter laufen bis an der See. Ja, genau. Am Meer, muss ich sagen. Ne? 5 Minuten fahren bis an der Fähre. Und 5 Minuten bis an der Fähre, ja, genau, das ist. Deswegen haben wir den Platz ja auch ausgewählt. Jetzt kommen wir zum Einchecken. Willkommen, nächster Abgang. Abfahrt. Das ist die nächste Abfahrt, ja, das war Dänisch, nehme ich an. 11.20 Uhr. 11.20 Uhr haben wir die Fähre. Es ist jetzt 10.50 Uhr. Also wir sind rechtzeitig. Wir haben vorher gebucht, sowohl Fähre wie auch die Öresundbrücke. Wir haben einen Strichcode empfangen. Wenn gut ist. Ah, guck mal, da sitzt sogar einer. Das ist ja wunderbar einfach. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt schneller geht. Guten Morgen. Morgen. Bitte schön. Danke. Ob Sie den Wagen bitte ausstellen? Ausstellen? Ja, bitte. Tuf D. Auf D. Ja, Sie haben gebucht eine Überfahrt von nach Röntby inklusive der Öresund. Richtig. Zwei Personen. Ja.
Haben Sie noch Fahrräder oder so? Nein, 6,75 Meter. Oder irgendwas anderes hinten dran? Nein, gar nichts. Gut. Danke. Danke auch. Ja, ja. Waren Sie schon mal, haben Sie die Öresundbrücke schon mal überquert? Ja, haben wir. Das heißt, Sie wissen das, wie man die Schranke hochbekommt. Mit dem Strichcode, ne? Genau. Ja. Oder die Nummer da oben. Ja, ne? Genau. Und jetzt fahren Sie bitte auf die Spur Nummer 5. Ne? Machen wir. Gute Fahrt. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. Und so einfach ist es. Hast du die Hunde nicht angemeldet? Die Hunde brauchst du nicht anzumelden, die dürfen so mit. Spur Nummer 5 hat er gefragt. Dann machen wir das, ne? Hat er nicht gefragt, hat er gesagt. Hat er gesagt. So. Der war aber nett, ne? Der war sehr nett, der Mann. Öresundbrücke sofort erklärt hat, fand ich sehr gut. Ja, das war... Der liebt seinen Job. Ja, das war sehr schön. So. Stopp. Stopp. Und das ist wunderbar. Und aus mit der Maus. Aber ist dann alles aufregend. Alles aufregend. Hast du nicht dran gedacht, dass wir letztes Mal mit dem PKW waren, ne? Nee. So, los geht's. Was macht der? Das ist ja wohl schön mit den Einweisern. Ja, das ist... Stehst du nicht ganz so dämlich da, ne? Das ist eigentlich wunderbar. So was werde ich auch fahren. Oder mitfahren. Stopp. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Schweden. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt, wir stehen kurz vor Auffahrt an der Fähre in Puttgarden. So, sagt er, wir können. Und rauf geht's. Ja, und so sieht das dann aus, wenn du mit einem Wohnmobil rauffährst, ne? Das ist ganz was anderes wie mit dem Auto, obwohl eigentlich auch nicht. Spuren sind alle breit genug. Erklärt sich alles selber. Man wird hier gut eingeführt, ne? Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir stehen mit der Nase ziemlich vorne. So, jetzt gucke mal. Wunderbar. Stopp. So.
So, und los geht's. Also, was wir mittlerweile erfahren haben und uns informiert haben und wie es genau richtig sein wird, ist, wenn man nach Schweden fährt, muss man sowieso die Hunde impfen lassen gegen Tollwut. Die Impfung muss älter sein wie 21 Tage. Dann müssen die eine Wurmkur gehabt haben, die nicht älter sein darf wie 5 Tage. Und was wahrscheinlich manche vergessen, um das zu machen, man muss die Hunde registrieren, bevor dass man Schweden reinfährt. Und das tut man über die Webseite Skatfett, glaube ich, oder sowas. Aber ich blende euch das jetzt ein. Da kann man alles schön online machen. Und dann ist man immer auf der sicheren Seite. So. Und jetzt fahren wir durch Dänemark. Wir sehen uns, wenn wir irgendwo anhalten, weil wir machen einen Zwischenstopp. Erstmal ganz gemütlich mit den Hunden raus. Kurzes Päuschen und dann geht es weiter Richtung Öresundbrücke, Richtung Schweden. Leute, bis später. Hi. So. Das war die Brücke, nein, das war der Tunnel. Und jetzt kommt der Tunnel. Nein, jetzt kommt die Brücke. Was für eine schöne Brücke. Brand new dance, I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get. Die Öresundbrücke ist ja eine Mautstraße. Ja. Und hier kommen wir am Ende. Und da muss man sein Ticket vorzeigen, wenn man bezahlt hat im Voraus. Ansonsten muss man hier bezahlen. Wir gehen nach links. Was denn? Irgendwas, Card Cash. Ah, da kannst du noch bezahlen. Wir machen mal hier, wo die Wohnmobile sind. Ne? Da machen wir auch mal. So, jetzt brauche ich mein Ticket. Mal gucken, was ich jetzt, wo ich den vorhalten muss. Scan Ticket. Ah, Ticket Nummer. 3 5 7 3 1 3 9 7
Okay. Have a nice trip. Was ist jetzt? Jetzt kommen wir am Zoll. Ausweise. Und jetzt brauchen wir die Ausweise. Passkontrolle. Sie filmen mal nicht. Braucht nicht, ich bin am Filmen. Oh. Hallo, danke. Schatz, Göteborg, das ist 291 Kilometer. Wir haben die Route Richtung Göteborg. Ja? 1,5 Kilometer können wir anhalten. Ob wir da erst rumfahren? Oder da erst rumfahren, genau. Wenn wir Pech haben sollen, kommt uns der Regen auf einem Platz entgegen. Hast recht. Oder kommt hinter uns her. Ja. Oder geht uns vor. Ja. Wie man das gerade haben möchte. Ja. Aber ich glaube, die Route. In 1 Kilometer kommen wir an der Haltestelle. Da gehen wir sowieso erstmal hin. Ja. Und dann gucken wir ganz in Ruhe, wo wir hinfahren. Gehen wir da an der Haltestelle. Kaffee? Ja, hast du. Steht nämlich Restaurant und alles dabei. Tankstelle, alles ist dabei. Kaffee. Ja, hier, da ist alles. Burger King hast du da, also. Aber da kriegst du auch Kaffee. Ja, ja, ja. Spaß haben, seitdem unterwegs sind mit dem Kaffee, ne? Sonst ist da alles mit auf. Wir haben aber so um die dreifache Menge. So, hier gehen wir runter. Parken. Na, hier, links. Bitte? Ja. Und soll ich dir was zeigen? Hier sind wir auch schon mal gewesen. Ja. Bin ich 100% sicher. Oh, das kann sein, ja. Neem op de rotonde de tweede afslag en rijd naar de rotonde. Blijf 150 meter van rijden. Ja, nach links. Hier waren wir auch schon. Neem op de rotonde de derde afslag en rijd naar de rotonde. Jetzt guck mal, wo wir sind. Over 150 Meter neben der Rotonde, der derde. Da bei der Burger King haben wir das letzte Mal gestanden. Sla links auf Richtung Hollebollregen und keer hier um. Hab ich gesagt, so was Sla links auf Richtung Hollebollregen und links auf. Hier können wir rein, ne? Sla links auf Richtung Hollebollregen und sla rechts auf naar Hollebollregen. Nah an dem Wagen, dann hast du eben zwei Parkplätze. Ja, haben wir doch. So. Was ist das?